So, die koordinativen Fähigkeiten, da war ich stehen geblieben. Koordinative Fähigkeiten. Da gibt es unterschiedliche. Und wir beschränken uns jetzt auf ein Modell. Ich habe leider vergessen, wie es heißt. Ich schaue es aber auch nicht nach. Und zwar unterscheiden 7 verschiedene, die man sich, wie eben schon gezeigt, mit dem Dorfkrug merken kann. Und die erste Fähigkeit ist dabei die kinästhetische Differenzierungsfähigkeit. Hier schreibt man kinästhetische Differenzierungsfähigkeit. Und die kinästhetische Differenzierungsfähigkeit, das ist die Fähigkeit zum Erreichen einer hohen Feinabstimmung von Teilkörperbewegungen. Im Endeffekt ist es nichts anderes, als dass die Muskelspindeln und die Gelenkstellungen mit der kinästhetischen Differenzierungsfähigkeit analysiert werden und rückgemeldet werden. Und je besser man das kann, desto genauer weiß man überhaupt, in welchem Winkel befindet sich mein Arm gerade, wie ist die Muskelspannung in entsprechenden Muskulatur und wie kann ich die dann eben auf zielgeführte Bewegungen sinnvoll verändern. Also kann man sagen, die Feinabstimmung von Teilkörperbewegungen, nennen wir es mal. Also die kinästhetische Differenzierungsfähigkeit ist aber auch eine der schwierigsten zu verstehen, aber eben auch eine der wichtigsten zu verstehen, weil sie Informationen aus dem Körper herausnimmt und diese bewertet und eben auf eine zielgeführte Aktion anwenden muss. Und je besser man das kann, desto besser ist die Feinabstimmung von Teilkörperbewegungen. Die zweite Fähigkeit ist die Orientierungsfähigkeit. Das Wort Fähigkeit können wir uns hier immer denken. Das ist ja nicht viel, das hier noch zu schreiben. Und die Orientierungsfähigkeit, die beschreibt es schon fast mal selber. Es ist die Fähigkeit, die Orientierung, die Lage deines Körpers im Raum, in Bezug auf ein bestimmtes Aktionsfeld zu bestimmen und zu verändern und eben auch anzupassen. Wenn man zum Beispiel jetzt beim Football oder beim Basketball einen langen Pass, hohen Pass gespielt kriegt, dass man eben realisiert, wo bin ich schon nah am Aus, lohnt sich noch dran zu gehen, kann ich den Ball noch kriegen und dann eben diese Sachen zu bewerten und abzustimmen. Also nennen wir es mal die Fähigkeit zur Bestimmung der Lage im Raum und Zeit. Und ja, ich studiere Physik, trotzdem müssen wir über Zeit nicht reden. Dies in diesem Falle linear, nicht relativ. Sonst haben wir überhaupt noch Probleme mit der Übermittlungsgeschwindigkeit überhaupt der visuellen Signale bis zum Gehirn und die Verwertung dauert eine gewisse Zeit. Und damit wir relativistische Effekte haben, wäre ich so schnell unterwegs, dass das nicht mehr klappen könnte mit der Übermittlung in der Zeit, die ich überhaupt habe, auf etwas bestimmt zu reagieren. Und jetzt haben wir mit R, wo wir schon mal reagieren sind, die Reaktionsfähigkeit. Die Reaktionsfähigkeit beschreibt sich auch relativ einfach von selber. Wie man schon sagt, es ist die Fähigkeit, auf ein Signal, mehr oder weniger komplexes, der Startschuss beim Sprinten oder ist es die Bewegung des Gegners beim Fußball oder des Balles, wo ist er und wann schieße ich. Also ist im Endeffekt die Fähigkeit, Signale, mehr oder weniger komplexe Signale zu verarbeiten und eben, dann das ist wichtig, eine Bewegung darauf zielgeführt auszuführen. Also Fähigkeit zur Reaktion auf externe Signale. Und dann sagt man dann auch, je schneller, desto besser. Genau, also je besser meine Reaktionsfähigkeit ist, desto schneller kann ich eben auf diese Signale reagieren. Und das sieht man zum Beispiel sehr schön bei den Olympischen Spielen, bei 100 Meter rauf, im Jahr, mit diesen Zeitlupen, wo man dann den Schuss sieht und sieht, wie die einzelnen Leute halt
um Millisekunden versetzt starten. Und man sagt immer, bei den Olympischen Spielen ist es so, jeder, der schneller als 0,1 Sekunden, also 100 Millisekunden, nach dem Schuss sich bewegt, der hat es früh gestartet, obwohl es nach dem Schuss ist. Interessant, oder? Sieht daran, dass er dann vorher schon antizipiert haben muss, wann überhaupt der Schuss kommt, weil eben, wie ich das eben schon erwähnt hatte, die Übertragungsgeschwindigkeit dieser Signalreize gewissen physikalischen Regeln unterliegt und eben deswegen nicht schneller vonstatten gehen kann, von den Ohren bis zum Hirn und wieder verwertet zurück, überhaupt von der Pistole bis zu den Ohren bis zum Hirn und sowas, als 100. Sekunde. Also, deswegen können Leute auch noch disqualifiziert werden, obwohl die nach dem Schuss gestartet sind, aber innerhalb dieser 100 Millisekunden. Schwer nachzuweisen, sehe ich einmal bei vernünftigem Tempo, aber wenn man eine gute, langsame Zeitkamera hat, kann das durchaus passieren. Dann haben wir jetzt die nächste Fähigkeit, die Kopplungsfähigkeit. Und die Kopplungsfähigkeit, der Name deutet es auch schon an, ist die Fähigkeit, mehrere Teilkörperbewegungen miteinander aufeinander abzustimmen. Also die Abstimmung von Teilkörperbewegungen aufeinander. Und jetzt gibt es da zwei Arten von. Und zwar gibt es zwei Arten von Teilkörperbewegungen. Denken wir uns mal den Sprungaufschlag zum Beispiel beim Volleyball. Da haben wir in einem Zeitraum von vielleicht 3 Sekunden, die das dauert, mehrere Teilkörperbewegungen, die aufeinander abgestimmt werden müssen. Zum Beispiel Hochwerfen des Balles, Anlaufen, Absprung, Sehen des Balles, Ausholen, Bogenspannung, Schlagen, Durchziehen und alles Mögliche. Und das ist dann eine zeitliche Abstimmung, also eine zeitliche Abstimmung der Teilkörperbewegung. Und die nennen wir dann eine sukzessive. Sukzessiv ist das eine, das ist, wenn man die zeitlich aufeinander abstimmen muss. Und eben, wenn man das gleichzeitig macht, wenn Sachen gleichzeitig passieren, sowas wie Hüftdrehung und Schlag im Arm oder Beine strecken und Arme strecken beim Pritschen, dann ist das nicht mehr sukzessiv, sondern das ist zeitgleich und das heißt simultan. Sukzessiv, simultan und dann nämlich noch Abstimmung von Teilbewegungen. Also im Endeffekt ähnlich wie die Differenzierung. Abstimmung von Teilbewegungen. So, die nächste Fähigkeit. Die Rhythmisierungsfähigkeit. Und die Rhythmisierungsfähigkeit, da steht jetzt noch Rhythmus mit drin. Rhythmus ist irgendwie so ein Takt von außen oder auch Musik oder sowas. Sagt nichts anderes aus, als dass es die Fähigkeit, eben einen äußeren Rhythmus zu verinnerlichen und innerhalb aufzunehmen und zu reproduzieren, aber eben auch einen verinnerlichten Rhythmus in seiner Bewegung auszudrücken. Ich mache den jetzt kurz. Verinnerlichen und wiedergeben von dem Rhythmus. Reproduzieren von Rhythmen. Reproduzieren von Rhythmen. Und das kann natürlich musikalische Art sein, es kann aber auch sein, auf den Gegner, der hat ja auch einen gewissen Rhythmus in seinen Bewegungen, auf den zu reagieren. Beim Basketball sieht man das sehr gut, dass Leute probieren, einen Bewegungsrhythmus zu haben und eben den anderen auch durch untypische Stoppbewegungen oder sowas also aus seinem Rhythmus rauszubringen. Das klappt sehr gut. So, nächste Fähigkeit, die Umstellungsfähigkeit. Das ist, die Umstellungsfähigkeit ist, wie schnell kann ich mich auf eine neue Situationsbedingung einstellen, umstellen, meine Bewegung verändern daraufhin. Nehmen wir an, ich habe den Ball beim Fußball, bewege mich auf das gegnerische Tor zu und jetzt sehe ich aber, da kommt ein Verteidiger von links an. Wie schnell kann ich aus meinem eigentlichen Programm, der das heißt, vielleicht ich laufe noch 3 Schritte und hau drauf.
auf ein neues Bewegungsprogramm umstellen und diese Bewegung, neue Bewegung auch auszuführen, nämlich darauf zu reagieren, dass der Gegner kommt, zum Beispiel ich dribbel erst nach rechts und hau dann drauf. Das ist die Umschaltfähigkeit, also die Fähigkeit zur Veränderung mit Situationsbezug. Natürlich weiß ich, wenn alles so ist wie geplant, muss ich meine Bewegung nicht umstellen. Deswegen Situationsbezug. Also mir fällt auf, da ist was anderes, was ich erwartet habe. Der Untergrund ist anders hinter dem Hindernis, als ich erwartet habe. Oder ich habe nach einer Rückwärtsrotation beim Sprung und stelle fest, oh, ich bin noch gar nicht so weit, wie ich denke. Muss mich kleiner machen, damit ich schneller drehen kann. Oder oh, ich bin schon viel zu weit, muss ich aufmachen oder mich drauf einstellen, dass mir bald der Rücken wehtut. So, letzte Fähigkeit, die Gleichgewichtsfähigkeit. Und die Gleichgewichtsfähigkeit kommt ja selber drauf, ne? Das ist die Fähigkeit, einen Gleichgewichtszustand zu erhalten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt beim Bein stehe, ich probiere diesen Gleichgewichtszustand zu erhalten, aber auch die Fähigkeit, einen Gleichgewichtszustand wieder zu erlangen. Zum Beispiel, wenn ich eine schnelle Lageveränderung gemacht habe. Zum Beispiel auf dem Schwebebalken drehe ich mich jetzt auf ein Bein schnell. Dann habe ich eine schnelle Lageveränderung gemacht und die Gleichgewichtsfähigkeit ist jetzt dafür da, zu sagen, du fällst nicht runter, sondern du hältst das Gleichgewicht möglichst gut auch nach dieser schnellen Lageveränderung. Du musst es relativ schnell halt wieder erlangen. Ja, also die Fähigkeit, einen Gleichgewichtszustand zu erhalten und wieder zu erlangen. Das sind die die koordinativen Fähigkeiten. Jetzt denkt man sich noch an F zwischen. Das kann für Fähigkeiten stehen. Und dann haben wir hier wieder einmal den Dorfkuchen. D-O-R-F-K-U. Das hat geholfen.